Okay. Armies on the march. The world divided. The threat of attack from the land, the sea and the air. No Sunday rest this ich week. Ich finde die Spiele früher wohl. While the soldiers are in the thick of it, back home. Und das haben wir gespielt, als ich ein Kind war. Das haben wir aber wirklich selten gespielt, weil warst halt eigentlich zu jung dafür. Mit Apfelsauce oder mit Barbecue. Ich hab als erstes Brown. Ah, okay. Ne, ja, für Rippen und für einfach Schweinefleisch. Pork. Stimmt, ja. So, damit herzlich willkommen. Wir spielen heute eine Runde, wie heißt das nochmal, Frontschweine im Multiplayer. Das war ein Spiel, was wir früher in der Kindheit wirklich oft gespielt hatten. Und wir werden es mal wieder anschauen. Wir haben jetzt nur mal kurz geguckt, ob es geht. Aber so richtig haben wir keinen Plan mehr, wie irgendwas geht und werden uns einfach mal reinstürzen. Ist die Frage, wollen wir einen Computergegner oder zwei dazu? Naja, ich weiß nicht, wollen wir überhaupt welche dazu haben? Ich würde sagen einen, oder? Ja, doch einer, ne? Ja gut, dann nehmen wir einen, dann können wir den so ein bisschen... ja, so oder bisschen eher uns, ja. So, jetzt ist die Frage, dass... Ich glaube, hier ist bloß nach Schwierigkeitsgrad gewählt und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal das erste. Und hier kannst du dann gucken, wir werden das mal... Oder, dass man das irgendwie auseinanderhalten kann, aber ist die Frage... Naja, das sind ja die Farben, ne? Die was? Die mit den Farben kann man es ja auseinanderhalten. Ah, okay. Ich nenne es trotzdem mal hier einfach Ben, damit ich weiß, wenn einer von mir stirbt, dass es meiner war. Okay. So, Change Team. Ah, okay. Ich will blau. Blau, okay. So, was kann man hier noch machen? Ah, okay. Ja, aber was heißen diese Zeichen darunter? Das war irgendwie die, was er kann, glaube ich, so die Spezialfähigkeit. Irgendwie so. Mhm. Wie kommt. Ah, okay. Ah, zack. So, jetzt kannst du, glaube ich, ja. Okay. Oder? Ja, nee. Hermann. Hermann the German. Ja, stimmt. Das waren dann, glaube ich, die Deutschen, ja. Einer ist Schnitzel, einer Lederhose. Ja, ja. Aber was soll Herr Kutt heißen? Ja, okay, und ja. Hermann, ja gut. Aber stimmt, grau ist doch auch irgendwie deutsch, ne? Oder? Graue Uniform? Naja. Ja, so ein bisschen, ja. Okay. Uncle Ham's Hawks. Ist jetzt die Frage? Okay, du bist dann einer von denen, keine Ahnung. Ich finde es so cool mit dem Schwein im Himmel, was da irgendwie noch... Ja, ja. Weil, haben die sich nicht auch irgendwie geändert, diese Hintergrundbilder? Kann sein, ja. Es gibt ja auch eine relativ große Kampagne und allein die Grafik schon. Also wir spielen es ja auf dem Emulator und die Grafik dort ist einfach wirklich verdammt gut. Okay, jetzt bin ich dran. Die Frage ist, kann ich die Kamera noch... Genau, unten links sieht man eine kleine Karte. Ja, achso, da. Und man sieht auch, erst sind bloß zwei da und der dritte kommt irgendwie mit dem Fallschirm reingeflogen. Ah, okay. Achso, und deswegen stehen von mir schon alle da. So, Bazooka. Wie wählst du nochmal aus? Mit Kreis gedrückt. Zu kurz, ich wette, es ist zu kurz. Bobby Jim? Ja. Ah, schade. Ja. So. Okay, das bin ich. Ah, okay, das bist du. Okay. Ja. So. Naja, ich gehe auch. Ach so, es werden immer nur zwei von einem Team angezeigt. Ja, 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 ich sehe gerade auch. Ist halt die Frage, ob die beiden... Oh nein, da war eine Mine! Scheiße. Und das finde ich echt cool, dass dir da so angezeigt wird, wie viel abgezogen wird. So, und das ist jetzt der Computer. Ich verstehe es jetzt wieder. Das ist so ein geiles Spiel. Oh, okay, diese Totenkopffelder waren Minenfelder. Eieieiei. Vor allem, er steht daneben, aber hat er gut gemacht, hat sich nicht selbst getroffen. Ich sehe schon, die Runde ist nicht so gut für mich. Oh, das gibt Schnitzel. Eieieiei. Bei dir wird jetzt nur noch eine angezeigt. So, aber... Ja, ja, perfekt. Ah, okay. Ich sag, woran sieht man... Ne, die Totenkopffelder. Ah, okay. Okay. Gunner, Herr Kutt.
Ist halt die Frage. Ah, und die roten Felder unten. Das ja, sieht, stimmt. Sieht man auch. Das ergibt Sinn. Ist halt die Frage, ob es nur einmal explodieren kann oder mehrmals. So, ich nehme jetzt auch einfach mal die Bazooka. Trotter. Pistol. Flame. Mord. Bazooka, komm. Einfach einmal X durch. Nee, ist zu weit. Nee, ich treffe den. Voll spannend wird zu weit sein. Nein. Jetzt ist fast das Raumschiff da, ey, den Luftballon. Ja, vielleicht war das auch das Ziel. Aber das ist wirklich Nostalgie, dieses Spiel. Also das ist. Mal gucken. Ja, wir werden jetzt gleich bestimmt vom Computer. Das wäre bitter. Ja. Der hat alle von dir geholt. Stimmt. Der hat wirklich alle von dir geholt. Nee, einer ist noch oben. Ja, einen gibt's noch. Okay, wir müssen uns, glaube ich, echt gegen den verbünden. Vor allem ist der auf leicht gestellt, ne? Ja, merke ich. Frage ist, was ist das? Frage ist auch, ob wir hier Experimente wollen oder nicht. Ja. Ein Jetpack ist, glaube ich, nur zum Flüchten da gewesen. So, Bobby. Mal sehen, es sieht gut aus. Ah, okay. Jetzt will ich ihn mir. So, hier kann ich langlaufen, ist alles safe. Da. Okay. So, bam. Was ist das? Sniper! Ja, komm. Hä? Wie mach ich das? Muss ich? Glaube ich. Nö. Ich gehe einfach mal ganz nah an den Rand. Probier mal aus. Ich gebe ihm jetzt den No-Scope. Glaube ich. Oder guck mal hinten die. Okay. Irgendwie. Na gut, ich hab ihn irgendwie getroffen mit der Sniper und er ist nicht gestorben. Ist halt die Frage, ich glaube, das war irgendwie mit der 1, R2. Ja, ich weiß nicht, ich habe erst X gedrückt und dann habe ich. Ja, Achtung, Minenfeld, ne? Oh, hat er gut gemacht. Ja, vor allem direkt, das war ja ein Direkttreffer. Habe ich doch nur noch einen? So, den muss ich jetzt eigentlich bloß raufschubsen, ne? Ist die Frage, kann ich hier runterfallen? Nee. Aber ich muss sagen, die Map sieht schon echt geil aus. Ja, die Grafik auch mit dem Emulator, das ist. Aber auch irgendwie ein bisschen wie Wolle. Alles. So, Kreis und. Ich glaube, das erste. Ja, schubsen hast du aber. Ja, weiß nicht. Aber ich hoffe, der Winkel ist richtig. Ja, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Die halbe. ja. Oh ja. Aber hat gar nicht so viel gemacht, ne? Ich glaube, der ist tot. Nee, ich glaube, dann wäre eine Animation da gewesen. Okay. Ich habe noch zwei Schweine, alles gut. Okay. So. Laufen wir hier erstmal ein bisschen Marathon. So, und jetzt gehen wir auf die da hinten. Aber wenn du dir die Grafik hier anguckst, sieht eigentlich besser aus als am Handy unten spielen. So. Also als die meisten. Piste, da. So, ich probier's mal aus, ja. Ich glaube, das, ich will das ist, nicht ist dreimal. Kann man hier irgendwie. Oder geh mal auf Start und. Aha! Guck mal. Hier mit L1 ist Visieren. So. Ah, okay. Ich hoffe, du hast lang genug drauf. Ja, hast du. Hä? Ah, ja, genau das war das. Nee, ich habe keine Ahnung, was das ist. Da war aber auch keine Dingsanzeige, ne? Keine Stärkeanzeige. Ja, ich glaube, der. Der PC wird uns schlagen. Die PlayStation 1. Nee, nicht drauf. Das passt. Ach, Glück gehabt. Da hinten ist auch keins, okay. Woran sehe ich jetzt? Ist mein einziger, ne? Ja, ich glaube schon. So. Stimmt, wir haben hier voll wenig Auswahl. Ja, kann man irgendwie noch was einsammeln oder so? Oder wie bekommt man das? Vielleicht, wenn man jemanden trifft oder so? Zack. Jetzt hat er noch 65. Ah, jetzt gibt's das nächste so, Spanferkel. Wie hast du gezielt? Ah, okay, da oben. Ah, stimmt, da rechts oben sieht man den Winkel. Ach, guck mal. Oh, hä? Was hast du gedrückt? L1. Okay, du hast noch 11 Sekunden 10. Ich glaube, du musst wieder zurück nach unten. Schnell. Drück X mit der. Ja, drück X. Ja, nein, ich doch! Oh Mann.
Okay, dann höre ich mir jetzt ihn hier. Was habe ich denn überhaupt für Waffe? Oh, ein Messer. Was ist das? Ein Baum? Oh, ein Messer. Cool, ein Baum. Ja, stimmt. Damit konntest du dich irgendwie verstecken. Grenade Launcher? Na, Granatenwerfer, aber... Ah, klingt heftig irgendwie, aber komm, ich stech den ab. Ja, ich glaube, das hat... Stech dich ab, du Schwein. Gemacht. Wie blieb's dem, hä? Jetzt mach. Zack. 15. Ja. Das ist das ja war lame. Nicht doll. Das, also, das bringt nur was, wenn irgendwie ein Bombenfeld oder irgendwas ist. Ich muss sagen, dafür, dass... Also, glaub, wir haben dass man da ganz nah ran muss? Ich weiß nicht. Messer irgendwie langweilig. Ach, das war, glaube ich, wenn da Wasser war. Wenn da Wasser war, hast du das Messer genommen, zack, und er ist... Oder runtergeflogen. Ich weiß noch, die eine Karte gab's, wo doch Brücken waren und unten irgendwie Minenfelder. Wenn du da das Messer benutzt hast, dann war das top. Aber wie lange ist das jetzt her? 15? Könnte so, ja, 15 Jahre ungefähr. Schon krass. Der hatte gleich einen Atomanschlag. Bin ich jetzt raus? Nee, jetzt war gleich meiner. Also... So. Warte mal, der hat immer noch 65. Das kann ja eigentlich nicht sein. So, auf X, ne? Ja. And the Angel of Doom. Ja, es dauert so arschlang, man will immer nochmal drücken. So. Ah. Das hat den nur wie viel abgezogen? Quasi nichts. Ich glaube, also nur Stoßen an sich glaube ich so. Nichts. Ne? Aber dem drücke ich hier jetzt noch Messer rein, dann ist er tot. Das war auch so eine Aussage. Dieses Video kann niemals monetarisiert werden. Okay, ja, ich kann dem kein Messer. Oh, ich glaube, wir probieren es mal aus mit dem Flammenwerfer. Ja, aber wenn er explodiert, kannst du Schaden bekommen. Ja, das nehmen wir in Kauf. Aber probier's, ja. So, ich habe X gedrückt, jetzt muss irgendwas passieren. So, muss ich nochmal X drücken? Ah, nee, ja, genau, er macht einmal von links nach rechts. Ja. Ah. Vor allem die Animation auch. Oh nein. Oh nein. Wieso explodieren eigentlich? Vor allem die Sprüche waren so, dass er quasi was das Spiel ausgezeichnet hat. Ja? Da waren wohl auch ziemlich bekannte Synchronstimmen. Wir hören es jetzt leider gerade nur über den Kopfhörer. Also ich höre es quasi gar nicht. Ja. Aber ich auch nicht. Okay, der zieht voll durch. Der sieht aber auch zu weit. Sind wir da zu zweit oben? Nee. Ja. Aber er trifft auch. Auf was ist denn der Gegner eingestellt? Der Aimbot. Super, ich bin, glaube ich, raus an der Stelle. Good. So, ja. Muss jetzt hier unsere Ehre verteidigen. Ja. Achtung, Minenfeld. So. Das wäre ein schönes Ende. Ach, vielleicht kann ich zu ihm hinlaufen? Oh, nee. Nee, Bazooka. Bazooka, ja. Nehmen wir die Bazooka. So, und jetzt? Müsste auch fast... So, was? Was, wie was? Das ist viel zu wenig. Echt? Das ist echt viel zu wenig. Du hast doch gesehen, wie er einmal durchgezogen hat. Stimmt eigentlich. Oh Mann, ja, aber davor habe ich durchgezogen. Der ist bis zum Raumschiff geflogen. Nee, das war der Mörser. Ah. Jetzt hat er auch voll. Ja, der hat den Winkel aber auch noch angefasst. Aber das kann doch nicht sein, dass er mit jedem Mal trifft. Mhm. So, 32 Leben habe ich. Und er hat 35, glaube ich. Also ich kann es schaffen. Nimm die Bazooka so. Und ziele richtig. Okay. Du musst genau hinter ihm, sodass er auf das Minenfeld drauf liegt. So. Ja, das sieht gut aus. Zack, jetzt haben wir's. Ja, fast. Also. Und genau von den beiden die Mitte ungefähr. Oh, scheiße. Oh, vor allem, er steht schon richtig. Nächstes Mal benutze ich den Baum und verstecke mich. Ich glaube, wir müssen die Gegnerschwierigkeit einstellen. Mm-hmm. Oh, aber es war so ein Volltreffer. Ja, gut, das war so quasi die erste Runde. Herman the German hat verloren. Sound kommt auch nicht. Ja, wir wollen das eh nicht hören, wie der gewonnen hat. Uncle Hems, Hawks, haben gewonnen. Ich bin der Meinung, wir hatten das Spiel früher in Deutsch, aber ich habe keine deutsche Version so erstmal gefunden. Oh. Ach, Fans Fire ist auf 0 schon mal.
Ja, das ist schon mal der erste Fortschritt. So Leute, ich würde sagen, das war's mit der ersten Runde. Falls euch dieses Video gefallen hat, natürlich sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben geben. Ihr könnt auch gerne ein Abo dalassen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, weil wir gucken uns auch ganz, ganz viele PlayStation 1 Spiele Multiplayer an und hiervon wird auf jeden Fall auch noch ziemlich viel kommen. Genau. Bis dahin. Tschüss.